Ja, hallo, hier Marisa von E-Meise. Es ist Montag, ich habe Osterferien und mache mit meiner Freundin einen Ausflug nach Tübingen. Dazu werden wir mit der Zoe fahren. Mein momentaner Akkuladestand bzw. Restkilometeranzeige zeigt mir 143 Kilometer an. Im Moment haben wir tatsächlich 8 Grad. Das Wetter ist nicht sehr schön. Jetzt hole ich hier in Offenburg meine Freundin ab und dann fahren wir Richtung Tübingen. Allerdings werden wir über den Schwarzwald fahren und nicht über die Autobahn, da ich nicht gerne Autobahn fahre und beziehungsweise vor allem nicht Richtung Stuttgart. Okay. Wir sind, machen einen Zwischenstopp in Horb am Neckar. Die Zoe zeigt einen Restakku oder eine Restkilometerreichweite von wieder 47 Kilometer an. Zwischendurch waren es mal 39. Beim Bergabfahren natürlich immer wieder rekuperiert. Wir sind jetzt hier im Parkhaus Marktplatz und werden hier ein bisschen zwischenladen, damit wir auf jeden Fall sicher nach Tübingen kommen. Ja, es ist Mittwoch. Wir stehen hier im Parkhaus und fahren nun zurück. So, wir sind jetzt hier in Horb angekommen, von Tübingen etwa 38 Kilometer und werden nun in Horb in der Tiefgarage etwas zwischenladen. Diese Ladesäule hier ist sehr interessant. Hier wird freigeschalten über einen SMS-Code, den man schickt, und dann funktioniert das sofort und wird über die Handyrechnung abgerechnet. So, die Zoe lädt. Man hört sie auch. Ja, wir waren jetzt hier etwas in Horb unterwegs. Die Zoe ist wieder bei 83% Ladezustand. Wir standen hier circa 43 Minuten. Es ist Mittwochnachmittag, kurz vor 5 und ich bin wieder zu Hause von unserem Ausflug nach Tübingen. Ich habe meine Freundin noch in Offenburg abgesetzt, mit ihr zusammen dort noch eine heiße Schokolade getrunken. Und nun bin ich wieder zu Hause. Moment. Jetzt. Einen kurzen Rückblick nochmal zu unserer Fahrt nach Tübingen. Wir sind gemeinsam am Montag losgefahren nach Tübingen und am Montagmorgen, ich hatte einen fast vollgeladenen Akku, 95% etwa, den ich hier nochmal an unserer Ladestation geladen hatte. Und dann sind wir gefahren Richtung Tübingen, allerdings durch den Schwarzwald, weil ich die Strecke einfach schöner finde und vor allem die Fahrt auf der Autobahn finde ich sehr anstrengend, vor allem in Richtung Stuttgart. Deshalb haben wir uns entschieden für den Weg durch den Schwarzwald. Wir machen diese Fahrt fast, also schon einige Jahre zusammen, und
Bisher sind wir immer mit dem Zug gefahren. Letztes Jahr war es zum ersten Mal. Da war gerade dieses Problem in Rastatt, als diese Tunnelbohrung bei der Bahn zusammengebrochen war und in die andere Richtung zwischen Freudenstadt und Tübingen, diese Alpbahn, da war auch eine Baustelle, somit war für uns eine Bahnfahrt überhaupt nicht möglich und somit haben wir letztes Jahr zum ersten Mal das Auto benutzt und haben nun dieses Jahr beschlossen, es wieder zu versuchen mit dem Auto. Ja, es hat wunderbar geklappt mit der Zoe. Wie gesagt, wir haben jeweils einen Zwischenstopp gemacht zum Laden in Horb, was jeweils ein Sicherheitsladezwischenstopp war, weil nicht sicher war, wenn was dazwischen kommt, ob uns der Akkuladestand reicht. Deswegen war einfach klar, wir laden in Horb. Das hat auch sehr gut funktioniert. Interessant fand ich die Technik. Das war im Parkhaus Marktplatz. Dort steht eine Ladesäule für zwei Plätze. 11 oder 22 kW müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Eine Zoe von einem Pflegedienst steht immer dort anscheinend. Und unsere Zoe hatte auf jeden Fall immer Platz daneben. Die Ladesäule im Parkhaus in Tübingen, die konnte man starten über eine SMS, die man an eine bestimmte Nummer geschickt hat, je nachdem, wie lange man laden möchte. Und dann hat man eine Bestätigung bekommen und die Ladesäule hat gepiept und man konnte seinen Stecker einstecken. Die Abrechnung erfolgt nun wohl über die Handyrechnung. Fand es recht günstig für 2,50 Euro auf die Stunde. Jeweils haben wir keine ganze Stunde dort verbracht, also beziehungsweise auch nicht geladen. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, ob 2,50 Euro abgebucht werden oder das dementsprechend angepasst wird. Aber ich vermute, dass 2,50 Euro abgerechnet werden. Schön fand ich auch, dass in diesen 2,50 Euro jeweils die Parkgebühren mit eingerechnet waren im Parkhaus. Das hatten wir beim ersten Mal nicht beachtet, somit haben wir die Parkgebühren von 50 Cent für eine Stunde bezahlt, aber auf der Rückfahrt jetzt haben wir das nicht mehr gemacht. Ja, auf der Rückfahrt nun war sehr schlechtes Wetter, Nebel, die Temperatur war okay mit 5 Grad, 6 Grad unterschiedlich. Hier in Offenburg sind es nun wieder 10 Grad. Ja, starker Regen und vor allem auch starker Wind hat bestimmt dazu geführt, dass die Zoe etwas mehr verbraucht hat. Die Zwischenladung in Horb, da war das Auto wieder auf 82%. Die Prozentanzahl es waren dort dann 130 oder 135 Kilometer Angabe. Und jetzt zu Hause zeigt er mir noch 56 Kilometer wieder an. Ja. Also hat wunderbar geklappt, es war ein sehr entspanntes Fahren über den Schwarzwald und über die Alp und auch wieder zurück, wunderbar. Es war heute etwas mehr Verkehr als am Montag und es war ein schöner Ausflug.